Ein wunderschönes Hallo, humanistische und bürokratische Grüße zu einer neuen Folge Musst du wissen. Heute das Thema BAföG und Leistungsnachweis. Wenn du also studierst oder BAföG bekommst, musst du in der Regel einen Leistungsnachweis vorlegen und dann könnte dir das Video dabei helfen, dass du keinen Fehler machst und ein paar Informationen bekommst, auf was du dabei achten musst. Ja, was ist der Leistungsnachweis? Der Leistungsnachweis oder die sogenannte Leistungsbescheinigung des BAföG-Amtes ist eine Regelung in dem Gesetz, die zu einem bestimmten Zeitpunkt mit euch und mit eurem Studium abgleichen soll, ob ihr bestimmte Leistungen zu einem bestimmten Zeitpunkt erfüllt habt, ob ihr bestimmte Zwischenprüfungen erfüllt habt, ob ihr bestimmte Grundlagen erfüllt habt, beziehungsweise ob es ansatzweise einen geordneten Verlauf gibt in eurer Ausbildung, was wiederum legitimiert, ob ihr weiter BAföG bekommt oder nicht. Dahingehend ist es wichtig, dass die Ausbildungsstätte euch diesen Leistungsnachweis bescheinigt. Also in der Regel läuft das über das Prüfungsamt und es ist natürlich wichtig dabei, welche Leistung habt ihr zu diesem Zeitpunkt erbracht, wie viele Credits sind relevant, beziehungsweise wie viele Credits wurden bis zu diesem bestimmten Zeitpunkt erworben. Im Leistungsnachweis zugrunde liegen dabei folgende Gesetze, also dass die Paragraphen 9, Eignung und Leistung, dass ihr zu einem bestimmten Zeitpunkt das erbringen müsst als Voraussetzung, um weiter BAföG zu bekommen, die Förderungsdauer und eine gewisse Verlängerung der Förderungsdauer bzw. der Aufschub und die sogenannten Paragraphen 47 der Auskunftspflichten und 48 der Mitwirkung der Ausbildungsstätten, also des Prüfungsamt, was euch dann diesen Leistungsnachweis ausstellt, beziehungsweise weiterhin natürlich die allgemeinen Verwaltungsvorschriften zum BAföG-Gesetz. Ja, wann musst du was erbringen und welche Leistungen erbringen? Das kommt immer so ein bisschen darauf an. Eine ganz gute Daumenregel ist so 90 bis 100 Credits Minimum. Es geht dabei immer um ein gewisses Grundstudium und bestimmte Module im Zweifel auch und ja, um diesen sogenannten geordneten Verlauf, der quasi dann zugrunde liegt und euch quasi bescheinigt, okay, die Person XY wird das Studium auch abschließen können, aufgrund der Aussage des Prüfungsamtes und aufgrund der schon erbrachten Leistung und ist damit weiterhin berechtigt. Weiterhin wird ja, der Leistungsnachweis in der Regel zwischen dem dritten und vierten Semester erbracht, manchmal auch sehr, sehr spät, also erst am Ende des vierten Semesters, beziehungsweise am allerspäteste Zeitpunkt ist natürlich Anfang des fünften Semesters, weil der Leistungsnachweis stellt natürlich genau diesen Cut dar zwischen den ersten vier Semestern und dann der jeweiligen Weiterförderung ab dem fünften Semester. Wichtig ist, solltet ihr keine Aufforderung bekommen, dann selber nochmal bei dem BAföG-Amt nachfragen, wie das aussieht, wenn es gerade gegen Ende des vierten Semesters geht. Ihr solltet immer ein Stück weit schon vorher, also in den ersten zwei, drei Semestern gucken, dass ihr roundabout die Grundlagen erfüllt, die Credits erbringt, damit ihr dann auch im vierten Semester den Leistungsnachweis erfüllt. Also ihr habt ja pro Semester circa 30 Credits und da soweit ist das Gesetz schon kulant, dass es sagt, okay, naja gut, wir gucken mal, es müssen nicht die kompletten 120 CP, ne, denn das wären es ja bei vier Semestern, erfüllt sein, sondern wir gehen ein Stück weit runter und als Richtwert aus der Praxis sind das die sogenannten 90 bis mindestens 100 CP. Das kommt aber im Zweifel immer auf das jeweilige Prüfungsamt an und die jeweilige individuelle Situation. Weiterhin kriegt ihr natürlich für den Leistungsnachweis eine extra Aufforderung des BAföG-Amtes, diesen doch jetzt in den nächsten Wochen einzureichen. Ja, wie sieht das Ganze aus? Ich habe ja eben gesagt, ihr kriegt eine extra Aufforderung des BAföG-Amtes und in der Regel steht da einfach nur drin, okay, bitte reichen Sie bis dann und dann die Leistungsbescheinigung nach Paragraph 48 ein. Und so sieht die dann aus. Also ihr kriegt das Schreiben dann, das Formblatt meistens auch beigelegt oder ihr müsst es euch halt selber herunterladen bzw. ausfüllen. In der Regel ist das eine PDF-Datei, die ihr so ausfüllen könnt und dann am besten ausdrucken könnt. Also ihr habt ganz normal eure Förderungsnummer oben. Wenn ihr die wisst, könnt ihr die eintragen. Ansonsten halt die ganz normalen Daten, Name der Ausbildungsstätte, sowie natürlich euer Studiengang bzw. die Fachrichtung, ist es Staatsexamen, ist es einfach Beifach, Bachelor etc. pp. Darüber hinaus gibt es einen Part, den dann die Ausbildungsstätte, also das jeweilige Prüfungsamt, ausfüllen muss mit den Leistungen, ob die Leistungen jetzt erbracht sind oder nicht, mit einem Datum und einer eventuellen
Bemerkung des Prüfungsamtes. Das BAföG-Amt an sich ist quasi nur diese Bescheinigung relevant. Die prüfen dann nicht nochmal nach, ob ihr jetzt diese Leistung erbracht habt oder nicht, sondern verlassen sich in der Regel auf die Prüfungsämter. Natürlich im Zweifel können die auch nochmal zum Beispiel eure Übersicht euer Transcript of Records, also die Übersicht der ECTS-Leistungen anfordern, um dann nochmal genauer hinzugucken. Solltet ihr unglücklicherweise bis zu dem genannten individuellen Zeitpunkt, also sagen wir jetzt mal viertes Semester, bestimmte Leistungen nicht erbracht haben, gibt es immer noch Gründe, warum ihr den Leistungsnachweis aufschieben könnt. Also genauso die gleichen Gründe wie zum Beispiel, warum ihr auch länger BAföG bekommen könnt. Und ja, die möglichen Gründe beziehungsweise die Gründe für den Aufschub des Leistungsnachweis sind dem Amt so früh wie möglich mitzuteilen. Also wenn ihr schon ein Gefühl habt, okay, ich verhedder mich da, ich komme nicht so richtig hinterher, ich habe persönliche schwierige Probleme, Herausforderungen, die ich angehen muss, dann das immer so früh wie möglich dem Amt mitteilen beziehungsweise auch so Sachen dokumentieren. Der ganze Aufschub des Leistungsnachweises ist in Verbindung mit verschiedenen Paragraphen zu sehen, also Paragraph 5, 48 und 15 beziehungsweise die Verwaltungsvorschriften. Und Gründe für einen Aufschub des Leistungsnachweises kann ein Auslandsaufenthalt sein, Krankheit, die ihr nachweisen müsst, aber auch Verschulden der Hochschule, Mitwirkung in Gremien, aber halt gewählten Gremien an der Hochschule, beziehungsweise auch erstmaliges Nichtbestehen bestimmter Modul- und Abschlussprüfungen. Weiterhin kann eine Voraussetzung eine gewisse Einschränkung, eine gewisse Behinderung sein, aber auch die Erziehung des Kindes, beziehungsweise Schwangerschaft und ebenso Pflege von Angehörigen mit Pflegegrad 3. Letztendlich ist es natürlich immer eine individuelle Entscheidung des Sachbearbeiters bzw. des BAföG-Amtes dann und ihr könnt auch immer noch darüber hinaus individuelle schwerwiegende Gründe angeben, weil das Gesetz kann natürlich nicht alles Mögliche an Gründen kennen und wissen und da regeln die Paragraphen natürlich auch, dass es noch weitere schwerwiegende Gründe geben kann, warum ihr den Leistungsnachweis später einreichen könnt. Ja, weiterhin gibt es natürlich Gründe, warum ihr keinen Aufschub bekommt. Das wäre in dem Fall zusätzliche Belastungen durch irgendwelche Jobs oder durch ein weiteres Studium, wenn ihr an irgendwelchen Projekten oder Wettbewerben teilnehmt, aber auch wenn ihr einen Ortswechsel in Sachen Studium vornehmt, wenn ihr Personen unterhalb der Pflegestufe 3 legt oder wenn ihr kein naher Angehöriger seid. Macht so gesehen keinen Sinn, da wäre auf jeden Fall eine Verbesserung des Gesetzes nötig, genauso wie bei ehrenamtlichen Tätigkeiten außerhalb der Hochschule. Also wir hatten ja eben, ein Grund kann übrigens sein, bis zu 2 Semestern Aufschub, wenn ihr in gewählten Gremien an der Hochschule, zum Beispiel im Studierendenparlament oder im Allgemeinen Studierendenausschuss mitwirkt, dann kann das ein Grund dafür sein, warum ihr den Leistungsnachweis später einreichen müsst. Aber leider sind ehrenamtliche Tätigkeiten außerhalb der Hochschule, wenn ihr zum Beispiel bei einer karitativen Einrichtung regelmäßig irgendwelche Sachen macht, leider keinen Grund für einen Aufschub. Ja, letztlich ist noch zum Leistungsnachweis die Corona-Situation zu berücksichtigen. Und zwar gab es da ein Schreiben, ich verlinke euch das auch online, des Bundesministeriums für Bildung und Forschung und hier ein kleiner Auszug. Also unvermeidbare pandemiebedingte Ausbildungsverzögerung stellen einen schwerwiegenden Grund. Das hatten wir ja eben, es kann schwerwiegende Gründe geben. Gründe im Sinne des Paragraphen 15 Absatz 3 Nummer 1 BAföG da. Nach Paragraph 48 Absatz 2 BAföG verschiebt sich gegebenenfalls auch der Vorlagetermin für Leistungsnachweise entsprechend nach hinten. Also das ist so erstmal die grobe Regelung, die es vom Ministerium gab. Aber das heißt nicht unbedingt, dass sich dein Leistungsnachweis automatisch verschiebt. Also es ist jetzt kein Freibrief. Wenn es schon eine Tendenz gibt, dass du den Leistungsnachweis nicht erfüllst und erfüllen kannst, dann ist immer die Frage, warum konntest du die Leistung jetzt in der Corona-Pandemie nicht erbringen? Gab es wirklich unvermeidbare Dinge, Faktoren, die dazu geführt haben, die ursächlich dazu geführt haben, dass du zum Beispiel an Prüfungen nicht teilnehmen konntest, dass Prüfungen nicht angeboten wurden oder dass pandemiebedingt irgendjemand in Quarantäne musste?
Zum Beispiel, dass du, wenn du keine Lust auf Online-Vorlesung hast oder technische Schwierigkeiten, zählen da nicht dazu. Und im Zweifel würde ich immer sagen, dokumentiere die Sache, mach eine schlüssige Begründung und leg dem BAföG-Amt Nachweise vor, warum sich genau jetzt ursächlich durch die Corona-Situation dein Studium verschiebt, was dafür relevant ist und warum du jetzt den Leistungsnachweis noch nicht erbringen kannst. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Humanistische Grüße, noch ein schönes Wochenende und ich verlinke alle Quellen in der Beschreibung und bis bald.